F1 2017 ist wie angedacht zurück und endlich ist es soweit gewesen. Die ersten Folgen sind ja schon raus, aber Kingdom Come Deliverance. Was für ein geiles Spiel, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 8. Kalenderwoche. Ihr könnt's ja sehen, was Sache ist, aber ein paar Worte noch zum Sendeplan, ehe ich ein paar Einschätzung, Ersteindrücke zu Kingdom Come Deliverance verliere, hat ja so meine Bedenken vorab, aber F1 2017 ist, wie gedacht, nach einer Woche wieder dabei und die letzte Folge von The Division ist mittlerweile auch abgedreht und das soll jetzt einfach 17:30 und 18 Uhr jeweils eine Folge kommen für die nächste Zeit. Und Kingdom Come Deliverance, ja, damit ging's endlich los. Hab mich ja im Vorfeld sehr gefreut auf das Spiel und ich hatte ja meine Befürchtungen, dass das Spiel nicht so rund läuft, nachdem ich eben im Internet was gelesen habe und im Let's Play Forum, als ob das Let's Play Forum nicht im Internet wäre, aber da haben einige von Problemen berichtet, die das Spiel gemacht hat und die waren gar nicht mal so knapp. Zum gewissen Teil, aber bei mir kann ich sagen, läuft soweit ganz gut. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet, also von der technischen Natur her läuft es bei mir um die 40 bis 45 Bilder pro Sekunde. Das ist das bisher bei mir am schlechtesten laufende Spiel. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren bei der dicken Auflösung von 3840 mal 2160 Bildpunkten. Da gibt es schlimmere Dinge, aber doch, ja, da bin ich etwas anderes gewohnt, aber ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Bei den Einstellungen, die ich da drin habe, kann ich von Glück reden. Bei mir läuft es soweit gut, da bin ich einfach froh und insofern kann es ja ganz gut weitergehen mit Kingdom Come Deliverance, kurz KCD, ist ja schon ein halber Satz, wenn man den Spielernamen ausspricht, aber was wollte ich noch verlieren? Technische Natur, ach ja. Irgendwie große Fehler im Spiel hatte ich jetzt auch nicht. Es gibt zwar so ein paar kleine Ecken und Kanten, wo man sich sagt, oder wo man sich einfach wundert, worüber man einfach ein klein wenig schmunzeln kann. Durchaus, das habe ich auch schon erlebt. Aber an sich läuft das Spiel ganz gut. Was schade ist, wie ich finde, dass die Tonabmischung nicht ganz so gut ist. Also die Stimmen, egal, also bei gleichbleibender eingestellten Stimmlautstärke, Dialoglautstärke, gibt es da ein paar Schwankungen. Manchmal sehr leise, manchmal eben dann einfach wie gewohnt. Gut, aber das ist leider so ein kleines Manko, ob damit demnächst mit dem Update eine Verbesserung ins Spiel einkehrt. Wage ich mal zu bezweifeln, Hoffnung habe ich da auch noch. Groß im Nachhinein abmischen kann ich auch nicht, denn ist schon ziemlich knapp bemessen. Wenn ich den Spielsound an einigen Ecken etwas höher stelle, dann übersteuert der schon, also Tonabmischungstechnisch ist wirklich schade drum, weil mir gefallen die deutschen Stimmen sehr, ist an sich sehr gut vertont, aber von technischer Seite her, da würde ich da dem Spiel am ehesten noch was ankreiden. Es läuft bei mir sogar soweit ganz gut, Gameplay macht auch Spaß, aber die Abmischung des Tons sehe ich als größten Kritikpunkt an, aber ähnlich wie bei Hellblade, da war ich ja vorab sehr begeistert. Bei diesem Spiel habe ich mich etwas zurückgehalten. Aber jetzt im Nachhinein wirklich einfach geil. Rollenspiel, du musst mit deinen entscheidenden Worten und eben auch Taten dann einfach leben. Das beeinflusst die Geschichte und eben demzufolge auch das Ende. Und eben das Gameplay und die Stimmung im Spiel, das Mittelalter, das Setting, einfach traumhaft. Also, ich kann nur sehr viel Gutes über dieses Spiel verlieren und da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Aufnahmesessions. Das wird ein Heidenspaß und ich habe schon gelesen, das Spiel bietet durchaus locker um die 100 Spielstunden. Das ist angegeben, 100 Spielstunden. Ein reiner Singleplayer, no Story mit vielen Dialogen und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich ein Traum. Das ist ein Traum. Da wird uns einiges bevorstehen. Also ich glaube, das nächste halbe Jahr bin ich mit dem Spiel mehr als gut beschäftigt. Und bei 14 Folgen die Woche, die dann angedacht sind, kommen wir dann auch, glaube ich, ganz gut voran. Ja, also ihr könnt es, glaube ich, ganz gut rauslesen. Ich mag das Spiel einfach und bin gespannt auf mehr. Das wird ein Spaß. Und
Und wenn ich gerade mal so drüber schaue, das sind 34 Folgen in der kommenden Woche, die rauskommen sollen. Das ist soweit, meine ich, Höchstmaß. Da kann sich keiner beschweren, es gibt nichts zu schauen. Nee, ganz im Gegenteil. Aber letztendlich ist es einfach eine Frage des Geschmacks. Den habt ihr, den habe ich, den Geschmack, hoffe ich noch. Und da schaut einfach jeder, was er will. Und ich gebe mir genau das. Und ja, dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß in der kommenden Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.